ja, liebe Freunde, vielen Dank für diese fantastische Stimmung hier in Köln. Hier stehen Wutbürger und Mutbürger auf der Straße, die Widerstand leisten gegen eine verfehlte Politik und die Ja sagen zum Frieden, Ja sagen zu Selbstbestimmung, Ja sagen zu Demokratie. Und das hier in Köln, liebe Freunde, das ist erst der Anfang. Was haben wir in den letzten 2,5 Jahren, 3 Jahre sind es ja fast, alles ertragen müssen? Ein Gesundheitsminister, der zu dumm ist, eine Zahnbürste zu bedienen, der aber sein Volk mit Sanktionen im Griff hält, der Kinder schändet, in der sie hinter Masken steckt, der Millionen Menschen aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen hat. Ja, das, liebe Freunde, das sind die Antidemokraten. Hier steht die Demokratie und hier steht die Stimme der Menschlichkeit auf dem Platz. Ich möchte vor allem auch noch Grußworte senden. Es ist ja nicht nur Köln, wo heute demonstriert wird, auch in vielen, vielen weiteren Städten, ob in Ost oder West, gehen mutige Menschen auf die Straße. Und der ein oder andere wird es ja in den Nachrichten gesehen haben, gestern in Prag. 70.000 Menschen! Und das muss auch das Ziel sein, 70.000 Menschen in Köln, in Düsseldorf, in Berlin. Und dann haben wir schon einen wichtigen Schritt in Richtung Rückeroberung unserer Freiheit gemacht. Jeder! Jeder, der hier auf dem Platz steht, der mit uns spazieren gegangen ist, trägt einen Teil dazu bei. Und den Gegendemonstranten und den Altparteien den rufen wir entgegen: Steckt euch eure Maske in den Arsch! Steckt euch eure Impfung in den Arsch! Steckt euch eure Sanktionen in den Arsch! Und eines, auch wenn die Qualitätsmedien nicht dazu beitragen werden, die sind so qualitativ hochwertig wie ein Kuhfladen, den man aus Schwarzwälder Kirche verkauft. Die Streams, die gehen heute um die Welt und die zeigen den Menschen in Russland und in Serbien, dass es auch in Deutschland noch Menschen mit Herz, Hirn und Verstand gibt. Und ich bin so glücklich, mit euch heute hier auf der Straße gestanden zu haben. Und da wir heute schon viele Redner hatten, gibt es jetzt noch einen. Und zwar, da bitte ich den Jens aus Niedersachsen auf die Bühne und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Und natürlich dickes Dankeschön hier an Elena, an das Team, an die ganzen Ordner, die hier fantastische Arbeit geleistet haben.